Tag zusammen. Wir wollen uns nun mit der ersten und sicherlich wichtigsten Energiekennzahl beschäftigen, nämlich den Wirkungsgrad eines Systems oder der Effizienz, Efficiency im Englischen. Wie ist der Wirkungsgrad definiert? Der Wirkungsgrad, nochmals abgekürzt mit dem griechischen Buchstaben Eta, ist der Nutzen, den man hat, bezogen zum Aufwand, den man betreiben muss. Das heißt, also wenn wir das physikalisch ausdrücken, im Prinzip die Leistung, die wir aus einem System bekommen, bezogen auf die Leistung, die wir in ein System geben, beziehungsweise analog natürlich die Energie, die wir aus einem System gewinnen und die Arbeit, die ein System leisten kann, bezogen auf die Energie, die wir in ein System stecken müssen. Wie sieht das jetzt aus bei verschiedenen Systemen? Also das ein zentrales Beispiel ist sicherlich die Glühbirne, die einen sehr niedrigen Wirkungsgrad hat. Das heißt, was haben wir bei der Glühbirne als Beispiel, um einmal uns zu verdeutlichen, wie der Wirkungsgrad aussieht. Wir haben also jetzt die Glühbirne als System. Als Eingangsgröße haben wir elektrische Energie, die wir eingeben. Und der Nutzen, den wir haben, ist Licht. Wir wollen damit ja einen Raum erhellen. Das heißt also, das wollen wir damit gewinnen mit der Glühbirne. Was wir aber auch haben, ist Abwärme. Das ist eine Energieform, mit der wir, die uns nichts bringt. Wir wollen natürlich das Licht erzeugen. Und bei der Glühbirne ist es jetzt so, der Wirkungsgrad ist also jetzt definiert als die Energiemenge, die wir bekommen, bezogen auf den Aufwand, den wir betreiben müssen. Und der Wirkungsgrad bei einer Glühbirne liegt bei lediglich 5%. Das heißt also, die Abwärme, die Energie, mit der wir nichts anfangen können, die beträgt 95%. Das heißt, von der elektrischen Energie, wenn wir eine Kilowattstunde Energie aufwenden oder analog, wenn wir jetzt hier eine Glühbirne haben mit 100 Watt, das heißt, also, wir müssen entsprechende Energiemengen aufbringen. Wir haben also 100 Watt elektrische Leistung, die wir aufbringen müssen und erhalten nur 5 Watt Lichtleistung und 95 Watt ist Abwärme, die also verloren gehen und die wir nicht weiter verwenden können. Ein weiteres Beispiel aus der Thermodynamik ist der Carnot-Kreisprozess, den wir uns noch einmal ansehen wollen, also der Carnot-Kreisprozess. Wie ist der definiert? Also wenn man sich das im PV-Diagramm einmal ansieht, wie sieht das aus? Also im Druck zum Volumen Diagramm, das heißt, wir haben also 4 Zustandsänderungen, 2 isotherme und 2 adiabatische Zustandsänderungen. Also fangen wir hier oben an, dann haben wir erst die isotherme Expansion von Zustand 1 zu Zustand 2, dann haben wir eine adiabatische Expansion zum Zustand 3, und dann wieder eine isotherme zum Zustand 4 und gehen dann wieder zurück zum Zustand 1. Das ist jetzt unser Kreisprozess und die Arbeit, die das System leisten kann, das ist hier die schraffierte Fläche. Was haben wir also? Wir haben hier Wärme, die wir ja zuführen müssen. Das ist Q2 oder Q1,2. Das ist die zugeführte Wärme. Hier unten wird Wärme abgeführt. Das ist Q3,4 aus dem System und wir können dieser Prozess kann also Arbeit leisten. Das ist also dann WC, das heißt also die Arbeit, die der Carnot-Prozess thermodynamisch leisten kann. Und wie ist der Wirkungsgrad definiert? Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis aus dem Nutzen,
Das ist also die Arbeit, die unser Kanopraozeus leisten kann, bezogen auf die Wärme, die wir zuführen müssen. Das ist Q1,2. Und was haben wir jetzt noch, wenn man das weiterentwickelt? Wir haben zwei Temperaturniveaus, nämlich einmal das Temperaturniveau hier oben. Das ist das hohe Temperaturniveau, nennen wir das mal TH. Dann haben wir hier unten von 3 nach 4 die isotherme Kompression. Das ist also dann TK für die niedrige Temperatur oder kalte Temperatur. Naja, dann ist der Wirkungsgrad entsprechend der Herleitung aus der Terminal 1 minus TK durch TH. Das heißt also, man kann sich auch hier überlegen, wie kriegt man den Wirkungsgrad maximiert. Man muss das Verhältnis von TK zu TH entsprechend anpassen. Das heißt, das muss möglichst klein werden. Wir müssen hohe Temperaturen haben bei dem Prozess von 1 nach 2 und wir müssen niedrige Temperaturen von 3 nach 4 haben, sodass wir damit den Wirkungsgrad des Kanokreisprozesses maximieren können. Also entsprechendes Beispiel aus der Thermodynamik. Was sind jetzt so typische Größenordnungen von Wirkungsgraden von Energiesystemen, die im alltäglichen Gebrauch sind? Also fangen wir mal an mit Dampfkraftwerken. Wie sehen die also aus? Also das Dampfkraftwerk. Also das ist also entweder Kernkraft oder Kohle. Steinkohle oder Braunkohle. Es liegt so in der Größenordnung von moderne Kraftwerke 40 bis vielleicht 45%. Das ist so das, was technisch möglich ist. Deutlich darüber hinaus wird es technisch sehr, sehr aufwendig, sodass sich da kein wirtschaftlicher Betrieb darstellen lässt. Eine Windturbine, was hat die für einen typischen Wirkungsgrad? Da landen wir so ungefähr bei, ich sag mal, 40 bis 50%, also die gleiche Größenordnung. Man darf natürlich jetzt nicht vergessen, dass natürlich jetzt die Energiemenge, die produziert wird, anders bestimmt wird. Bei der Windturbine brauchen wir entsprechende Windgeschwindigkeiten. Das Dampfkraftwerk muss halt mit fossiler Energie versorgt werden. Hat aber keinen Einfluss dann auf den Wirkungsgrad unseres Systems. Entsprechend bei der Photovoltaik, wo liegen wir da? Das Gesamtsystem der Photovoltaikanlage hat einen Wirkungsgrad von ungefähr 15, wenn es wirklich sehr effizient ist, vielleicht schon 20%, also deutlich niedriger als die Windturbine oder das Dampfkraftwerk. Und als letztes Beispiel, dass die Wasserkraft, also ein Wasserkraftwerk, hat einen Wirkungsgrad, der liegt im Bereich von 80 bis 90%. Das heißt also, aus diesen Werten hier lässt sich gar nicht direkt ablesen oder eine Aussage treffen, was ist jetzt das bessere oder das beste System. Dadurch, dass sie auf unterschiedliche Art und Weise elektrische Energie erzeugen, zeigt sich hier, dass der Wirkungsgrad natürlich eine zentrale Kennzahl ist, aber die Entscheidung, was jetzt gut oder schlecht ist, sich daraus nicht ableiten lässt. Es kommt dann auf die Nutzungsart an und den Bedarf, den man hat. Aber von der Größenordnung kriegt man ein Gefühl, wo man liegt bei der elektrischen Energieerzeugung. Entsprechend ist letztlich natürlich auch für sämtliche andere Energieerzeugungsanlagen bestimmen, wie groß der entsprechende Wirkungsgrad ist.